Hallöchen, Hallöchen, da bin ich zum ersten Mal wieder seit langer Zeit bei Rainbow Six Siege und wir spielen in Oregon und Team Deathmatch Geisel. Und welchen nehme ich jetzt mal? Ich nehme wieder. Wem nehme ich denn? Ich nehme mal Frost. Ist immer gut. Cavera haben wir auch dabei. Ich habe jetzt auch mittlerweile alle Operators bis auf den Echo. Den habe ich noch nicht. Dafür sammle ich gerade und ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt? Ungefähr 10.000 Punkte. Das heißt, 15.000 brauche ich noch. 15.000. So, dann seht ihr jetzt mal, wie schlecht ich bin. Nein, Quatsch. Ich bin besser geworden, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, das reicht. Ich hoffe nur, dass ich jetzt diese Runde gut bin. Denn es ist die erste Runde, wieder, die ich wieder zum ersten Mal heute spiele. Weil gerade eben waren die Server down. Aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen. Einen Tipp muss ich euch noch geben. Wenn ihr sowas habt hier, wie diesen hier, dass der so langsam lädt. Ich kann euch nur raten, das Spiel auf die SSD zu packen, weil das läuft eindeutig besser mit SSD. So lange Ladezeiten hatte ich auch bei meiner, HDD. Von daher würde ich die immer auf SSD machen. Ist auf jeden Fall besser. So, Frost kann Willkommensmatten sozusagen auslegen. Das sind so Bärenfallen. Wenn man da reintappt, ist man erstmal gefangen und kann sich nicht mehr bewegen und sowas. Geisel muss gesichert werden. Oh, wir sind hier drin. Na, dann fangen wir mal an. Moment. Ja. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. So. Wir müssen jetzt natürlich alles aufbauen hier. Die blöde Twitch-Drohne. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Meine giftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. So, einmal da die Matten. Setze Willkommensmatte ein. Ziel anvisiert. Und einmal. Hier, da könnte ich die zwar auch hinlegen, aber mache ich jetzt nicht. Ich hocke mich einfach mal hier hin. So, hier können sie natürlich auch reinkommen, fällt mir gerade mal so auf. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. So, guck ich einfach mal hier hin. So. So sieht's aus, steht hier einer. Ich kann keine Markierung mehr setzen, oder? Sehr schön. Hä? Ey, den habe ich doch voll erwischt jedes Mal. Nichts passiert. Ah doch, fast tot. Okay, alles klar. Wenigstens habe ich einen guten noch erwischt. Ich habe gedacht, da wären welche drin gewesen. Aber ich habe einen gut erwischt, deswegen ist es schon mal etwas. Ah, zu sehen ist ja nur das, genau. Nur noch ein Gegner übrig. Oh nein. Der verbleibende Operator des eigenen Trupps. Sehr gut. Sehr schön gemacht. Ich habe wenigstens zwei Assists, das ist gut.
So, wir nehmen jetzt mal einfach hier, genau, nehmen wir ihn hier. Termite. Einer hat uns schon verlassen. Das finde ich immer sowas von affig, wenn man direkt raus tappt, rausgeht aus dem Match. Finde ich immer äußerst erbärmlich, muss ich sagen. Man kann mal verlieren, dafür muss man nicht direkt rausgehen. Und es wird auch negativ gewertet, also von daher ist das eh sinnlos, ob man jetzt verliert oder rausgeht. Ihr müsst die Geisel finden. So, mal schauen, ob wir die finden. Nein, hier war es nicht. Geisel gesichtet. Ah, doch, da oben, okay. So, hier kann ich gar nicht durch. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Geisel entdeckt. Gut. Wechsle das Magazin! Drohne wurde eingesetzt. Drohne ist aktiv. Aber so. Ich wurde entdeckt. Ist hier irgendwo noch eine Kamera? Irgendwo muss hier eine Kamera rumschwirren von dem. So, ich guck mal eben hier drunter, ob hier irgendjemand ist. Okay, da stürmen wir wieder ganz rein. Gucken, ist hier noch irgendwo eine Kamera? Hier müsste irgendwo eine rumschwirren. Oh, die ist kaputt, wie es aussieht. Moment, ich muss mal eben kurz sondieren die Lage. Hier ist schon mal niemand. Hier auch nicht, das ist schon mal sehr gut. Drei zu fünf haben wir schon. Einer ist oben drauf gegangen, so wie es aussieht. So, das scheint so, als wenn oben jemand ist. So. Ein riesiges, verdammtes Loch. Geisel verletzt. Oh, da hat er die Geisel umgelegt. Oh. Ja, das ist aber lustig, wenn die auch noch die Geisel wegnatzen. Das ist auch lustig. So, ich nehme wieder Frost. Ja, da ist auch ein neuer bei. Das ist auch sehr gut. Haben wir wenigstens wieder 5 und nicht mehr 3.
Mal gucken, wie dieses Match ausgeht. Ich denke mal 0 zu 3. Ach, wir haben 1 zu 1. Wir haben 1 gewonnen. Ach ja, stimmt. Das letzte Spiel. Das erste Spiel war ja ein Sieg. Stimmt ja. Ich vergaß. Und so wie es aussieht, ist der Grest AFK. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. So. Machen wir hier mal dicht. So, dann gehe ich noch ein paar Matten legen. Falsche Richtung. Stacheln nur noch 10 Sekunden. Na egal. Gegnerdrohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Es bleiben 5 Sekunden. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Der Besuch kann kommen. Einmal. Zweimal. Magazin. Na, die Drohne mal eben weggeschaltet hier. Der erste ist weg. Was? Ich war schon längst weg. Eben hier. Da kommt nämlich einer. Schön ausharren hier. Hier rechts kommt auch einer. So. Kommt von hier. Schön. Der hat das eigentlich in einem anderen Raum. Letzter verbleibender Gegner. Ah, fuck. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Da habe ich doch ein bisschen aufgeholt mit den Kills. Hehe, 4 Kills. Sehr schön. Habe ich doch gut gemacht. Nehme ich noch hier Termite wieder. Und jetzt machen wir's. Puh. Übrigens kann ich das Spiel hier in durchgehend 60 FPS aufnehmen und spielen, im Gegensatz zu einem anderen Spiel, wo es manchmal runterkracht, aber das ist jetzt ja nicht so wild, ne? Ihr müsst die Geisel finden. So.
wollte ja nicht mehr meckern. So, jetzt müssen wir erstmal die Geisel wieder suchen. Ich höre sie schon. Ah, ich weiß wo. Nee, doch nicht. Dann waren sie doch hier. Hier oder oben drüber. Jupp. Wir sind hier oben. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Geisel in Sicht. Jawohl. Na, wo hab ich meine... Da. Ja, wenigstens habe ich zwei. Einen? Okay. Alles klar. Einmal ist die Cavera, das weiß ich. Von daher muss man unterwegs aufpassen. Ich wurde entdeckt, ja. Alles klar, da, genau. Lademagazin. So, wo war hier die andere... Latsch die hier mal leise hin. Weil ich könnte hier oben nämlich immer noch einer drin sein. Hier im Turm. Nein, kein Streuen. So. Ich höre hier über mir jemanden rennen. So. Na? Oh. Ich kann die Scheiße nicht setzen. Boah, ey. Echt jetzt? Ja, ist klar. Ist klar. Naja, ich reg mich ja nicht auf. So, genau in den Schuss gelatscht. Und den habe ich komischerweise nicht erschossen, obwohl ich den voll ab angeknallt habe. Naja, wo gammelt der rum? Macht er da? Hallo, was macht ihr da? 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Tja, das hätte ich mir fast denken können, dass der von da aus wieder abgeknallt wird. Wen haben wir denn eigentlich als Gegner? Das weiß ich gar nicht. Okay. Alles klar. Komm, diesmal nehme ich Kapkan.
So, wir müssen das Spiel jetzt gewinnen. Diese Runde. Mal nicht so verkacken wie vorher. Da ist wieder eine AFK. Nee, doch nicht. Ein Rogue. Muss gesichert werden, den Raum befestigen. Ein Doc, der eigentlich völlig sinnlos ist, aber ist egal. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Schutzplatten werden ein. Gegnerdrohne hat die Geisel lokalisiert. Hallo? Auf Angriff vorbereiten. Naja. 10 Sekunden noch. Stacheldraht platziert. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Bereitschaft gemacht. Tür im Auge. Na, da bin ich falsch. Ich glaube, einer ist hier oben drüber. Also wenn ich ein bisschen ruhig bin, ich konzentriere mich einfach nur. Ich höre über mir jemanden. Platziere C4. Entdeckung. Da verbleiben wir. Ich weiß, ich hab's falsch geschrieben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da tappelt er da einfach nicht vorbei. Sehr schön. Oh. Da muss ich doch direkt mal ein Bildchen von machen, weil ich bin nämlich Man of the Match. So, sehr schön. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr gerne weiteres sehen wollt. Also, bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.